kann gleich anschließen an das, was Herr Marco gerade erzählt hat. Ich erzähle auch über teratogene Effekte, und zwar über Perinatalsterblichkeit nach Tschernobyl in Deutschland und anderen Ländern. Zunächst mal, was ist Perinatalsterblichkeit? Setzt sich zusammen aus den Totgeburten und den in den ersten Lebenstagen gestorbenen Kindern, oder genauer gesagt den ersten 7 Lebenstagen. Rechnet sich über Summe aus Totgeburten und frühen neonatal gestorbenen Kindern, geteilt durch die Zahl der Lebendgeburten und der Totgeburten. Als teratogene Effekte bezeichnet man in utero Schädigungen, also Schädigung während der Organentwicklungsphase im Fötus. Dann darunter fallen Fehlbildungen, über die gerade Michael gesprochen hat, dann Totgeburten und neonatal gestorbene Kinder, also Anfang des Lebens. Ich habe hier mal die Daten von Deutschland dargestellt, das ist Gesamtdeutschland, Ost und West. Der Jahresverlauf der Perinatalsterblichkeit über die Jahre 1980 bis 1993. Es fällt auf, wenn man da eine logistische Regression reinlegt, dass der Punkt im Jahre 87 etwas über dem Trend dem Langzeittrend der Daten liegt. Die Abweichung ist nicht besonders auffällig, aber statistisch deutlich signifikant. Das bedeutet, dass sie außerhalb der Zufallsschwankungen liegt. Also es beträgt nur 5% relativ. Aber insgesamt gab es doch mehr als 300 zusätzlich gestorbene Kinder im Jahr 87 in Deutschland. Ja, aber das habe ich noch vergessen, und die wurde veröffentlicht schon 1997 in Radiation Environmental Biophysics. Wenn man die Daten aus Polen ansieht, dann findet man ein ähnliches Verhalten. Auch 1987 weichen die Daten deutlich vom langjährigen Trend ab. Das ist jetzt die Abweichung in Einheiten der Standardabweichung, die sogenannten standardisierten Residuen. Da kann man besser sehen, ob so ein Effekt signifikant ist oder nicht. Wenn der also außerhalb dieses gestrichelten Bereiches liegt, dann bedeutet es, dass diese Abweichungen signifikant sind. Und diese Abweichungen sind auf einem 1%-Niveau signifikant. Das heißt also nicht nur auf einem 5%-Niveau, sondern die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als 1%, dass es sich um Zufall handelt. Hier zeige ich die Monatsdaten der Perinatalsterblichkeit, das sind die Kreuze, über den gesamten Zeitraum und Effekte, die sich jetzt hier in dieser Darstellung eigentlich nicht im Auge erkennen lassen. Dazu der Trend, der gekennzeichnet ist auch durch eine saisonale, also nennt man deutschen Saisonfigur, und ist eine Schwankung im Laufe des Jahres, also eine jahreszeitliche Schwankung. Wenn man jetzt wieder die standardisierten Residuen ansieht, dann findet man nach Tschernobyl im Januar 87, Februar 87 einen deutlichen Anstieg, der dann im weiteren Verlauf des Jahres sieht man nochmal einen kleinen Peak. Vielleicht zunächst mal nicht besonders auf, könnte man meinen, das ist ja nicht besonders auffällig. Hier zeichne ich mal auf die Belastung der Milch mit Cäsium, die gemessen wurde in München, also tageweise. Am Anfang jeden Tag sogar mehrmals, später dann in größeren Intervallen, wurden die Messungen nur durchgeführt von der heutigen Helmholtz-Gesellschaft, damals eben GSF. Und mit diesen Milchwerten kann man die radioaktive Belastung im Organismus der Schwangeren oder der werdenden Mütter abbilden. Diese Daten habe ich bekommen, schon 1995 von der GSF, und die konnte ich verwenden, um auszurechnen, wie groß die Belastung, Cäsiumbelastung durch Inkorporation von Cäsium über die Milch und die Nahrungsmittel oder Milchprodukte war, mit Berücksichtigung des Abbaus der Radioaktivität aus dem Körper, also der biologischen Halbwertszeit, wie man sagt. Die biologische
Halbwertszeit beträgt bei Schwangeren etwas weniger als bei Frauen allgemein ungefähr 70 Tage. Ich habe dann mit diesen Messwerten, die jetzt in dieser Figur linear aufgetragen sind, auf der linken Skala sind die Messwerte der Radioaktivität in der Milch in München aufgetragen. Sie sehen da Werte, die bis 400 Becquerel pro Liter gehen, die ganz steil abfallen, dann aber wieder ansteigen über den Winter wegen der Verfütterung von radioaktivem Gras oder Heu oder Silage, die dann wieder zurückgehen, wenn die Tiere wieder außen weiden, also Anfang April, Ende April, Anfang Mai, Ende April gehen die Tiere wieder auf die Weide und dann sieht man einen starken Rückgang der Radioaktivität in der Milch, des Cäsiums. Die obere grüne Kurve ist dann das Rechenergebnis für die Cäsiumbelastung in den Schwangeren. Also ein Anstieg, der dann verzögert zum Maximum der Belastung führt, ungefähr Mitte Juni, dann einen langsamen Abfall über den biologischen Abbau, also über die biologische Halbwertszeit, dann ein Wiederanstieg mit einem Maximum Ende April. Ende April ist und dann wieder ein Rückgang, sodass wir also zwei Maxima der Strahlenbelastung im Körper der Schwangeren erwarten. Im Juni und Ende April. Nun, wenn ich mal diese Belastung, die graue Kurve unten, ist die Cäsiumbelastung verschoben nur um 7 Monate. Ich erkläre dann später, warum um 7 Monate verschoben. Oben ist die, sind wieder die standardisierten Residuen, die ich vorher schon gezeigt habe, die Abweichung von dem erwarteten Verlauf zeigen, die Abweichung der Perinatalsterblichkeit vom erwarteten Verlauf. Und man sieht nur deutlicher, dass es am Anfang des Jahres 87 einen Anstieg der Perinatalsterblichkeit gegeben hat, der gefolgt wird von einem etwas kleineren Anstieg am Ende des Jahres. Und wenn Sie dann vergleichen mit der Kurve darunter, die den um 7 Monate verzögerten Cäsium ja, Cäsiumbelastung der Milch darstellen, der, nicht der Milch, sondern in den Organismus der Mutter, der Schwangeren, dann sehen Sie, dass die beiden Kurven relativ gut übereinstimmen. Ich habe dann mal die Kurve nicht um 7 Monate verschoben, die Cäsiumbelastung, sondern um 0 Monate, 1 Monat und so weiter bis 9 Monate. Und dann bestimmt, wie ist denn die Anpassung an die Daten. Das nennt, macht man über die Berechnung der Summe der Fehlerquadrate, Abweichungsquadrate. Was man dann sieht, ist, dass die beste Anpassung an die Daten gelingt mit einer Verschiebung um 7 Monate. Die gestrichelte Linie da oben bedeutet ungefähr das Konfidenzintervall. Also man kann hier aus den Daten schließen, dass die Genauigkeit dieser Schätzung, dieser Verschiebung ungefähr plus minus 1 Monat beträgt. Es könnten also auch 6 oder 8 Monate sein, aber nicht 9 Monate und nicht 5 Monate. Ich habe dann zugelassen bei meinem Modell, das ist ja logistischen Regressionsmodell, bei der Einbeziehung dieses Cäsium, dieser Cäsiumkonzentration, dass die Dosis-Wirkungsbeziehung nicht linear ist, sondern auch gekrümmt sein kann. Also es, man sagt, wenn die Dosis steigt, muss die der Effekt, in dem Fall die Perinatalsterblichkeit, nicht linear steigen, sondern sie kann auch gekrümmt verlaufen. Und ich habe hier mal aufgetragen aus den Daten, wie sich der Dosis-Effekt darstellt. Und die Dose-Response, die Dosis-Effektkurve, ist sehr stark gekrümmt. Die beste Anpassung gelingt mit einer Potenz, also Cäsium hoch 3,7, ergibt die beste Anpassung an die Daten. Hier sind mal die Daten aus Kohlen dargestellt im oberen Bild, ebenso mit den Variationen und unten die Daten der neonatalen Sterblichkeit aus Deutschland, also genauer gesagt der frühen Neonatalen, sind die Kinder, die in den ersten 6, 7 Lebenstagen sterben. Wir sehen erstens mal, dass die Daten aus Polen sehr deutlich über den deutschen Daten liegen und andererseits, dass das ist nur mal generell, dass man am Anfang 87 hier oben einen deutlichen, ich gehe mal mit der Maus hin, wenn das klappt, der Punkt, der ist
auffällig. Und das ist der Januar 87. So, hier ist der Januar 87 nochmal. Das sind wieder die standardisierten Residuen. Sie sehen wieder Anfang des Jahres eine deutliche Erhöhung. Wir sehen hier weiter. Übrigens habe ich nicht erwähnt vorher, die rote Linie ist hier der gleitende 3-Monats-Mittelwert. Das sind immer der betrachtete Monat plus Vormonat und Nachmonat sozusagen. Und jeweils in jedem Monat wieder dieses Mittel gebildet. Damit klettert man die Kurve ein bisschen. Und da sehen Sie das gleiche Verhalten wie bei den Daten aus Deutschland, auch am Anfang und am Ende des Monats jeweils im Peak. Und man kann das mit der gleichen Verschiebung um 7 Monate am besten anpassen. Hier nicht dargestellt. Die Daten aus Polen, die zeigen ungefähr den doppelten Effekt, also die Effektstärke ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Das ist die rote Linie, auch wieder die Dosis-Effektkurve. Die gestrichelte Linie die entsprechenden deutschen Daten. Ich zeige Ihnen mal aus, was bei uns in einem Kurs der Universität Gießen über Strahlenbiologie gesagt wird, über teratogene Schädigungen und über die Dosis-Effektkurve, die man da erwartet. Die grüne Linie ist eben die Wirkung, Dosis-Wirkungsbeziehung, die für solche heute gelehrt wird an den Universitäten für diese Art von Dosis-Effekt-Beziehung. Da gehen Sie aus von einem Threshold-Dose, von einer Schwellendosis, wo gesagt wird, die Länge bei 100 Millisievert, hat ja vorher Herr Marco schon erwähnt, und die dann steil nach oben zeigt, aber vorher soll nichts passieren. Stochastische Effekte, Krebs, Genmutationen und so weiter, die zeigen gekennzeichnet durch eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung ohne Schwellendosis. Was ich also hier vorher gesehen habe, ich habe ja vorher die Dosis-Effektkurve gezeigt, das entspricht in erster Näherung dem, was man hier sieht. Ich habe dann mal ein mathematisches Modell gemacht unter der Annahme, dass sowohl die Dosen als auch die Strahlenempfindlichkeiten in dem menschlichen Organismus Normalverteilungen genügen, genauer gesagt Log-Normalverteilungen, und dann ergibt sich rechnerisch diese Form der Dosis-Wirkungsbeziehung. Die ist übrigens auch eine kumulierte Log-Normalverteilung. Ich habe die Daten dann aus der Ukraine, aus Schitomir, dem Oblast Schitomir ausgewertet. Man findet hier einen starken Peak am Anfang, im Monat Januar, das wird hervorgehoben, Januar 87, und einen deutlichen Anstieg nochmal im April, und dann gehen die Daten runter. Nur, den Januar-Peak, den habe ich schon erklärt, aber warum sehen wir hier nochmal einen deutlichen Anstieg im April? Es könnte damit zusammenhängen, dass da die Erntephase 7 Monate vorher war, die Phase, wo einerseits Obst und Beeren und vielleicht Pilze geerntet werden, die dann nochmal zu einem deutlichen Eintrag später in Radioaktivität geführt haben, die dann eben entsprechend zu einer Elementarsterblichkeit geführt haben. Warum sehen wir hier keinen zweiten Peak? Das habe ich mich gefragt. Normalerweise würde man doch aufgrund der deutschen Verfütterung der radioaktiven Häuser oder sonst was auch einen zweiten Peak im Winter. Ich kann das jetzt nur so mir erklären, dass die Verfütterung nicht erlaubt wurde, weil das zu hoch kontaminiert war und dass die Milch von außen herbrachten, saubere Milch sozusagen. Anders kann ich mir das schon eigentlich nicht erklären. Nochmal die Dosis-Wirkungsbeziehung für Schitomir und für Deutschland, beides Perinatalsterblichkeit. Der Effekt ist also in Schitomir mindestens 10-mal so hoch wie in Deutschland. Nochmal eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, das brauchen wir jetzt nicht machen, das brauchen wir auch nicht. Ich habe mich dann mal mit den Daten aus Belarus und aus der Ukraine beschäftigt, zur Perinatalsterblichkeit. Da habe ich dann was Eigenartiges gefunden, es sind jetzt nochmal noch alle Oblasts aus Belarus aufgezeichnet, im Zeitverlauf zwischen 1985 und 1997. Im Vergleich dazu die untere Linie, die Daten aus Deutschland. Ich habe dann mal ein Kontrollgebiet gebildet aus allen Oblasts außer Gomel und der Stadt Minsk, weil die Stadt Minsk, wie man im vorigen Bild sieht, nicht direkt zu den anderen Daten passt und deutlich überall drüber liegt. Ich wollte ein Vergleichsgebiet haben,
das auch ländlich ist, und darum habe ich die Daten zu einem Vergleichsgebiet zusammengefasst, außer Gommel. Man sieht hier in Gommel, das ist die grüne Linie, die grünen Punkte, weichen die Daten vom Trend, das sind die weißen Punkte sozusagen, deutlich ab. Es gibt am Anfang, im Jahr 87, gibt es bei den grünen Punkten eine kleine Abweichung vom Trend, die ist aber nicht signifikant. Und dann ein Anstieg, einen erneuten Anstieg im Jahr 89 und allen folgenden Jahren. Das gleiche findet man in Chitomir. Auch in Chitomir gehen die Daten erst im Jahr 89 weichen vom Trend ab und bleiben dann oben. Ich habe dann überlegt, woran kann das liegen, dass man da Daten hat, die erst im Jahr 1993 ungefähr ein Maximum der Abweichung zeigen vom erwarteten Trend. Also es war das Studiendesign, lag einfach, man vergleicht eine weniger belastete Region, eine höher belastete Region mit einem weniger belasteten Gebiet, so wie das ja von Javertov und so dann vorgeschlagen wurde als Vorgehen. Hier sieht man, ich will jetzt gar nicht im Einzelnen auf das Modell eingehen, was ich versuche ist, wenn ich Verdacht habe, dass diese verzögerte Wirkung über Strontium passiert, dann muss ich mir überlegen, wie könnte ich eine mittlere Strontiumkonzentration in den Gebärenden, in den Müttern bestimmen. Und wenn ich das kurz mit einfachen Worten skizzieren will, ist, dass Strontium vor allem in der Wachstumsphase, wenn das Längenwachstum der Knochen in die Knochen eingelagert wird, das weiß man von den Erfahrungen von Tetscher, Flüssig hat man das bestimmt, wann Strontium eingelagert, nach dem, also wenn die immer ausgewachsen sind, die Mädchen, wird es fast nicht mehr eingelagert. Und der Rückgang ist drastisch. Wenn dann diese Mädchen, die eine erhöhte Strontiumkonzentration in den Knochen haben, wo er dann das noch rote Knochenmark dauernd bestrahlt wird, wenn die dann in das gebärfähige Alter kommen, also wenn sie Kinder kriegen, dann kann man diesen in den Daten beobachten, circa 7-jährigen Verzug in der Wirkung der Strahlung erklären. Aber es gibt natürlich auch Mütter, die später gebären, nicht erst mit 21 Jahren, aber da wird dann sich die Elimination der Strahlung oder die Ausscheidung des Strontiums an den Körper mit einer bestimmten Halbwertszeit, die liegt im Mittel so bei 8 Jahren, die wirkt sich dann auch langsam aus. Das ist ein Rückgang letztendlich. Also, Strontium wird auch aus dem Körper wieder ausgeschieden, aber hat eine lange biologische Halbwertszeit. Was man sieht, ist, dass sich die Altersverteilung da widerspiegelt. Wenn man untersucht, in welchem Gebärjahrgang, sozusagen, welcher Anteil der Frauen war gerade zum Zeitpunkt von Tschernobyl 14 Jahre alt, hat also meistens Strontium eingeladen. Mit diesem Modell, da kann ich diese Kurve, das ist die Altersverteilung der Mütter in Belarus zwischen 92 und 95. Wenn ich da jetzt eine Kurve durchmache, ich habe die nur in 5 Jahres Mittelwert bekommen. Also musste ich jetzt mit einer Log-Normalverteilung, das ist eine Überlagerung zweier Log-Normalverteilungen, musste ich den erwarteten Jahresverlauf der Altersverteilung konstruieren. Und dann konnte ich diese Kurve verwenden, um die mittlere Strontiumkonzentration zu modellieren. Und dieses Modell, da ist also bis jetzt nur Rechenarbeit da drin, konnte ich dann in die Daten gehen und diese Kurven, die eine, was Sie hier sehen, ist das Verhältnis der Perinatalsterblichkeit in Belarus, das sind die grünen Punkte, und in Chitomir, das sind die roten Punkte, gegenüber der Perinatalsterblichkeit in Belarus, in dem Rest von Belarus, der eben weniger belastet war, insbesondere weniger belastet durch Strontium. Und da sehen wir jetzt diese Kurven, die hier drin sind, diese durchgezogenen Linien. Das ist das reine Modell, das ich vorher über diese einfache Überlegung, sehr simplifizierte Überlegung mit der Strontium-Einlagerung berechnet hatte. Ich musste also für jede dieser Kurven nur einen einzigen Parameter anpassen, nämlich die Höhe, die Breite der Kurve und die Lage der Maxima, die ergeben sich allein aus der Rechnung mit dem Strontium. Das hat also nur einen Parameter. Man sieht die Parallelität im Verlauf der beiden Kurven und wenn man die dann zusammenfasst, sieht man auch, wie stark signifikant dieser Effekt ist, dass die Daten also sehr gut zu den Modellen passen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich die Wahrheit damit
das Modell, das ich da mache, mit sehr einfachen Annahmen oder vereinfachten Annahmen, passt erstaunlich gut auf den Verlauf der Daten. Ja, damit wäre ich im Wesentlichen fertig. Ich kann vielleicht nur noch sagen, dass es ungefähr 1000 zusätzliche Fälle gab, über was ich dem Sturzeffekt zuschreibe. Gut. Ja. Bitte.